Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Wir übertragen für Sie heute eine Partie vom letzten Spieltag der Online-Saisons, in der der Aufstieg geschafft werden könnte. Portugal gegen Manchester City. Sie haben hier heute eine ganz klare Aufgabe, ein Sieg muss her, alles andere hilft nicht. Nur wenn der Dreier eingefahren wird, sind Sie aufgestiegen. Und das sorgt natürlich an diesem letzten Spieltag für ganz besondere Brisanz. City kommt über außen. Schöne Aktion. Kevin De Bruyne. Kurze Flanke. Da ist er da und hat die Flanke. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Für mich ist jetzt die Möglichkeit. Tor, da ist es. Das Tor können Sie überhaupt nicht gebrauchen. Denn damit fehlen Ihnen schon zwei Treffer zum Aufstieg. Ausgerechnet heute, an diesem letzten Spieltag, droht Ihnen diese Partie hier zu entgleiten. Boah, das wäre bitter. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ederson ist da, das war eine wichtige Parade, absolute Glanztat. Rafa, Danilo Pereira, Rafa, ganz starke Aktion vom Torhüter. Ecke in die Mitte. Bruno Fernandes am Ball, Cristiano Ronaldo. Und jetzt wird es hier dramatisch, Freunde. Tor, Ausgleich. Und wir wissen ja, bei einem Sieg wären Sie der Aufsteiger. Es ist eng, es ist spannend. Es fehlt nicht mehr viel. Können Sie noch nachlegen? Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Nur noch der Torwart vor sich. Gabriel Jesus. Gibt es das denn? Kein Tor. Und das war natürlich eine Riesenchance. Das war aber zu wenig. Das war zu schwach, den hält er. Rafa. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo! Tor! Sie machen das Tor! Und das ist ein wichtiges Tor! Vielleicht sogar ein entscheidendes, denn Stand jetzt wären Sie aufgestiegen. Von Man City muss jetzt mehr kommen. Sie liegen zurück. Portugal macht Druck. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel gefehlt. Portugiesen verlieren den Ball. City über den Flügel. Da ist die Flanke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Gewinnen, gefährliche Position. Super dieses Zuspiel. Ist abseits, da hat das Timing nicht gestimmt. Ruben Dias. Jetzt der Vorstoß. Danilo. Und er pfeift abseits. Da kommt der Pass. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Portugal verliert den Ball. Danilo Pereira. Und jetzt die Chance. Schuss kommt nicht durch. Die Chance auf den Konter.
City verliert den Ball. Und da ist der Ball wieder weg. Sie kommen über den Flügel. Die Portugiesen mit dem Einwurf. Bernardo. Ganz alleine. Ederson ist da. Das war eine wichtige Parade. Absolute Glanztat. Ecke kommt ins Zentrum. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Gut und fair das Tackling. Super Pass. Da ist das Tor. Und so spielt ein Aufsteiger. Ja klar, noch dürfen wir nicht gratulieren. Aber die Ausgangslage ist 1A. Das muss es fast sein. Ich glaube ehrlich gesagt, das geben sie nicht mehr ab. 3-1 heißt es also jetzt. Zweikampf von Pepe. Es sieht hier natürlich alles andere als gut aus in diesem ersten Durchgang, Buschi. Wie siehst du die Partie im Moment? City muss sich... Die Chance jetzt. Ederson hält. Ja, geht gut dazwischen. Hat jetzt Anspielstation. Cristiano Ronaldo. Oh, viel Platz jetzt. Da ist der Ball drin. Das ist doch schon eine komodige Führung im Rücken. Und jetzt kann man es eigentlich befreit aufspielen. Ja, jetzt können sie den Gegner laufen lassen, das Spiel souverän runterspielen und sich so den Aufstieg sichern. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Kontermöglichkeit. Jetzt müssen sie schnell spielen. Viel mit Auge. Und er trifft. Mit diesem Tor könnten sie die Sache ab jetzt entspannter angehen. Der Aufstieg, er ist praktisch greifbar. Und sie sollten einfach so weiterspielen wie bisher, den Gegner weiter in der Defensive binden. Portugiesen verlieren den Ball. Rafa. Ein Pass mit viel Auge. Der Pass wird von De Bruyne abgefangen. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Jetzt Freistoß für Manchester City. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Gut durchgesetzt, gefährlich. Nach wie vor lebt diese Chance. Ederson verhindert das Tor, da hat er natürlich alles richtig gemacht. Der Trainer hat ein Einsehen und nimmt ihn aus der Partie. Das war definitiv nicht sein Tag heute. Das kann man so sagen, Wolf. Hilft ja nichts. Er sollte die Partie jetzt möglichst schnell abhaken und dann wieder nach vorne schauen. Ein beruhigender Vorsprung zur Pause. 5-1 steht es nach 45 Minuten. Zu früh zu loben kann immer auch schon mal nach hinten losgehen. Aber was sie heute zeigen, ist schon klasse. Zumindest Halbzeit 1 war hier eine klare Nummer und der Vorsprung ist natürlich beruhigend. Mit diesem Rückstand für Manchester City gehen wir nun rein in diese Partie, Durchgang 2. Guter Pass jetzt. Ilkay Gündoğan. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Guerrero. Da kommt der Pass. Portugal verliert den Ball. Und damit erstmal keine Gefahr, geklärt vom Torwart.
Guter Pass. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Super dieses Zuspiel. Spielt den Ball in den freien Raum. Ederson ist da, das war eine wichtige Parade. Absolute Glanztat. Ecke kommt rein. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Und es gibt natürlich Einwurf. Da ist die Hereingabe. Und jetzt ist der Ball geklärt. Jetzt ist Platz für den Konter. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Die Gelegenheit. Da macht er ihn rein. Der Aufstieg ist so nah. Jetzt haben sie sich einen komfortablen Vorsprung ausgespielt. Und den müssen sie jetzt verteidigen, können den Gegner ja kommen lassen. Das sollte doch klappen heute. Da schauen wir uns das Tor doch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ja, das macht er gut. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Bernardo Silva. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Der muss da drin sein. Klasse Chance jetzt. Der ist drin. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Da nimmt er ihm die Kugel vom Fuß, Buschi. Gut reagiert vom Torwart. Gut rausgekommen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Kampf jetzt um den Ballbesitz. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Gut aufgepasst, das wäre sonst eine richtig gute Gelegenheit geworden. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Viel Übersicht bei diesem Pass. Könnte eine Chance sein zur Befreiung. Ah, der bleibt der Spieler liegen. Sieht nach Zerrung aus. Ballverlust Manchester City. Klasse Pass. Er macht das Spiel schnell. Sie machen das Tor. Wir sehen hier die Wiederholung. Ja, und den Fehlpass kannst du dann nicht mehr ausbügeln. Das ist dann auch clever zu Ende gespielt. Ärgerlich. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Den Ball fängt Pepe ab. Da kommt der Pass auf außen. Am Ball, Joao. Jetzt ist der Platz da. Dieses Mal hat er den Ball. Guck doch mal, kann's doch. Ganz wichtiges Erfolgserlebnis für den Torwart. Bisher war es ja noch nicht sein Spiel. Will er nicht abspielen? Der Torwart läuft mit dem Ball. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. André Silva. Manchester City mit der Balleroberung. Oh, viel Platz jetzt. Die Chance, die Riesenchance, aber was für ein Reflex. Super gehalten, das zeichnet den Mann aus. Diese Ruhe, dieses Abwarten und natürlich diese Reflexe. Kein Tor in der Szene, die Fans fassen es nicht und ich glaube, er selber kann es auch nicht fassen. Oh, gefährlich. Gefährlich, immer noch. Der Pass, nichts zu halten hier. Nochmal das Tor in der Wiederholung, sie zieht den Konter perfekt auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient.
Jetzt ist die Kugel weg. Bernardo Silva. Könnte jetzt was werden. Klasse Chance jetzt. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack.